Wir gehen jetzt rein, Leute. Let's go. Bowling Club Buxtehude. Frag, wer ist der gut aussehende rote Mann da in der Kamera? Rede von mir? Hat er gerade gesagt, wer ist der gut aussehende rothaarige Mann? Mickey, du alter Charmeur. Dankeschön. Ja, richtig. Oh. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Aber wir haben babamäßig die Qualität hier. Von Corsair mal wieder. Von Corsair. Von Corsair. Diese Marke habe ich auch noch nicht. Habe ich auch noch nicht gehört. Corsair. Erst neu gekauft. Und es flackert. Seht ihr das? So, Problem behoben. Bei Technikfragen. Montana Black. Fragen. Star. Fucking Marvin. Heißt der hungrige Hugo aus South Park auf Englisch Starving Marvin? Dann macht er das gleiche nur mit amerikanischen YouTubern. Könnten wir auch drauf reagieren, aber keiner aus meiner Community kann Englisch. Das kriegt man erst in der 7. Klasse. Hallo liebe Drittklässler. Cornflakes, Ham, Roll. Was? Brötchen heißt Roll? Also ich habe noch nicht in der 7. Klasse das Englisch gehabt, deswegen kenne ich mich ja auch nicht aus. Das habe ich noch nie gehört, Brötchen. Also ich bestelle ständig Brötchen auf Englisch, aber na gut, ich bestelle die meisten mittlerweile auf Portugiesisch, heißt nämlich Pau einfach. P-A-O, aber auf Englisch, Digga, ich sage immer Little Bread. Can I have a little bread, please? Herr Schäfer. Sali Bonani. Hallo, ich bin's, die Twitch-Streamerin. Hey, wir sind nicht alle so. Hallo, sollen es, Marcel? Sollen der Scheiß, Mann? Ich kann auch kurz die Kamera anmachen, dann seht ihr auch, was ich hier mache. Holla, wie leicht würde. Hallo, ne liebe Honeypo. TikTok-Starter-Paket. Ab und zu macht man halt TikToks, die man bereut, ne? Aber vertraue mir, so ein TikTok wird es nicht nochmal geben. Der Feind sprengt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel ab. Micky, du geile Sau. Oh, Micky, du geile Sau. Du hast mich vom Fallschirm runtergeholt. Oh, ja. Das ist auch eigentlich so ein geiles Feature. Ich habe noch nie Warzone gespielt. Oder habe ich vielleicht schon mal Warzone gespielt? Aber ich glaube noch nicht. Vielleicht einmal oder so. Aber es ist auch so ein geiles Feature, dass diese Toten dann noch was sagen können. Das ist so geil. Das müssen die in jedem Spiel einbauen. Das ist so geil. Einfach, du bist tot und dann beleidigst du den Typen noch oder so. Es ist einfach nur geil. Das ist PUBG, schreibt jemand? Wirklich? Ich dachte, das wäre Warzone. Oh, Micky, du geile Sau. Nein, das ist Warzone, Junge. Das ist Warzone. Achso, ich mach keine Hausaufgaben, Sohn. Weil es ist so eine Gemeinschaft. Ey, super Jungs. Hab ich vertan, schreibt er. Okay, Sneaky, kein Problem. Bei PUBG gibt es das auch? Oh mein Gott, wie geil. Das ist ein Feature, das sollten in jedem Spiel, auch zum Beispiel, du spielst irgendwie, keine Ahnung, League of Legends und du tötest jemanden und er liegt dann da und der beleidigt dich noch. In so einem Toxic-Spiel wäre es noch besser. Bei Valorant, überall, WoW, überall. Überall müssen die toten Leute dann da liegen und dich totflamen. Auf dem Schlachtfeld, du kleine Ruhe. Das wäre einfach stark, Alter. Das würde jedes Spiel besser machen. Komm, lass. Okay, I just figured out how to respawn. I'm gonna go to 8. Digga, was hat der für einen Ausblick aus seinem Fenster? Digga. Was hat der für einen Ausblick aus seinem Fenster? Was ist das denn für ein Ausblick? Was ist denn für ein... Also, ich sehe da nur Pixel. Also, was ist das denn? Ist das das Meer? Ach so, der wohnt am Meer. Geil. Digga. Oh, der hat einfach das Meer direkt vor seiner Tür. Das ist ein Beamer, ach so. Das ist ein Beamer. Der hat gar keine Fenster. Der wohnt im Keller. Das ist ein Kellerkind. Mann, ich nehme keine Substanzen. Ey, wieso? Können nicht irgendwelche netten Clips von mir drin sein? Was ist denn das? Warte mal, seit wann schielt er so doll? Seit wann schielt er so doll? Also. Oh, du Süßer. Oh, guck dich mal an. Oh mein Gott, du bist ein kleiner Schnuckiputz. Warte, bist du live? Oh, sch. Oh, sch. Oh, sch. You wanted. Warum ist er schon wieder im Video? Du bist hier zum Rentnertreff eingeladen. Der Thomas fragt sich ganz halt schon, wo du bleibst. Jo, Monte, wo bleibst du? Wo bleibst du? Ruhig und wo bleibst du, Monte?
Es ist irgendein alter Mann in meiner Wohnung. Ja, hallo? Es ist ein alter Mann in meiner Wohnung. Oh mein Gott. Das ist ja ein Albtraum. Hilfe. Irgendeine Befragung und ich bin verpflichtet, weil das irgendwie von der Republik ist. Ich habe sowas in meinem Leben noch nie gehört. Ach, das ist der Zensus oder wie heißt das? Diese Volkszählung. Das hatten wir hier auch auf Madeira, aber letztes Jahr oder vor anderthalb Jahren, letztes Jahr hatten wir das, da hatten wir auf Madeira auch eine Volkszählung und meine Schwester ist an die Tür gegangen für unsere ganze Familie und hat dann mit dem Typen geredet und der hat die dann übelst angeflirtet. Die haben da 2 Stunden stand die vor der Tür. Meine Mutter hat auch schon gesagt, ach, bitte den jungen Mann doch mal herein. Biete ihm doch mal einen Kaffee an. Und lass ihn mal rein, den Jungen. Digga, die haben Nummern ausgetauscht, alles. Also ich weiß nicht, was da befragt wurde. Aber Volkszählung? Also ich weiß nicht, was meine Schwester da alles so gefragt hat. Oder gefragt wurde. Aber da ist heiß zugegangen, muss man sagen. Da ist ganz heiß zugegangen. Nein, ey, lass mich nicht wieder alleine, Alter. Alter, super! Oh, mein Würfel ist da. Da müssen wir mal wegmachen hier. Was ist das denn, Alter? Wie wird man denn hier weggeswitcht? Ey, ich will mit Q switchen. Ja, was ist mit meiner Kamera los? Was ist denn da los mit der Kamera? Das ist eine gute Frage. Ey, du kleine Mistgeburt, Alter. Er aimt richtig ab, Mann. Ey, du kleiner Mistensohn, Alter. Du Mistensohn. Danach wieder Kartoffeln essen, aber hier auf Legende tun. Danach wieder Kartoffeln essen, aber hier auf Legende tun. Danach wieder Kartoffeln essen, als ob das so ein Diss wäre. Extra, du kleiner Bastard, ich zicke dich. Dann haben wir das auch am Ende besser auf dem Server. Verstehst du? Und irgendwann sagt die Server zu mir, ich hab das schon. Warte! Da ist voll jetzt fett, die Typen aber liegt dann. Einfach 3 Würfel hintereinander, wir zählen. Kein Probe. Oh, das, ey, der ist drin. Warte mal ganz kurz. Ist das nicht mit Wasser gefüllt? Der macht den Kopf. Leute aus einem Fortnite-Bereich. Ja. Du wolltest mir die Hand geben. Und? Da geht's schon. Der vierfache Rasenmäher-Chat. Photoshop war ein Joke, ich war da nicht mal hellwach. Scheiß auf dem Benz, Nagel, nein, Nagel, 9, R8, wow. Einfach nur geil, einfach nur geil. So ist es nämlich, so ein Ding. Na cool. Wie bist du da? Oh, 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 oh. Fast die ganze Lampe abgerissen. Oh, 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 oh. Egal. Ich kann das jetzt gar nicht gebrauchen. Ankara, Missy, 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 Ankara, Missy. Was ist denn mit Carsten los? Passiert. Mann! Vor allem, was ich nicht verstehe, ist, er schlägt mit einem Baseballschläger seinen Tisch kaputt, aber macht dann so einen unterdrückten Schrei, anstatt so richtig zu schreien, so, ah! Macht er so, Mann! Als ob er so leise sein müsste. Digga, du hast deinen halben Tisch zerstört. Also jeder Nachbar hat das gehört. Was soll ich euch erzählen? Was soll ich euch erzählen? Ja, weiß ich auch nicht. Was glaubst du, wie viel Geld ist genau? Wie viel Geld ist da drin? Boah, schwierig zu sagen. 30 Euro vielleicht? 20 Euro so mit Dreh? Genau drin. 100.000 mal 4. Elevate. 800.000. 800.000. Oh Gott. Oh Gott. Der glaubt, da sind 800.000 drin. Elevate. Ey, alle schätzen relativ gut. Und dann kommt ein Elevate-Typ an und sagt, da sind 800.000 im Glas. Also Kopfrechnen ist nicht so deins, ne? Man kann auch laufen, ehrlich? Was, Digga, du hast gelabert. Bodenlos, Digga, sag ich so, wie es ist. Aua! Au, 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 ah, au, au, ah, aua!
Und zwar bin ich jetzt offizieller Partner von. Ich habe einen Casino-Deal angenommen. Ich habe einen sehr, sehr guten, ich habe einen sehr, sehr überkrassen Deal bekommen. Und das ist einfach eine Summe gewesen, wo man einfach nicht Nein sagen kann. Wir wissen es alle so. Wenn ihr so einen Deal bekommen würdet, ihr würdet das auch alle annehmen. Weil wir sind alle menschlich absoluter Dreck. Wir sind alle Müll. Also ich muss versuchen, wer teurer. Oh Gott, ich hoffe, das ist keine Deko. Bis wohin lohnt sich das? Die Schraube ist ja echt am besten, ne, für mehr Kapazität. Alle machen so ein Glücksspiel. Er macht Glücksspiel in Heyday. Seht? Kategorie ändern auf Slots. Wenn sie sagt, dass sie auf reiche Typen steht. Ready or not, here I come, you can't hide. What a hot boy shit and I'm dropping the six in the back and I rock my Vans. You just have to walk in the place. Der Monte ist ein cooler Dude, doch Tennis spielt er nicht so gut. Im Bowling ist er auch kein Ass. Warte mal kurz. Hat Mickey eine Partnerschaft mit Gillette? Oh nein, ich habe sein Paket ausgepackt. Oh, er hat es zu mir geschickt. Oh nein. Ich habe Mickeys Paket ausgepackt. Ich habe nicht darauf geachtet, das war Mickeys. Ich habe mich schon gewundert, wer schickt mir denn hier so Gillette-Sachen? Das war Mickeys Paket, ich habe aus ihm ausgepackt. Oh nein, oh nein. Im Bowling ist er auch kein Ass. Da machen ihn die anderen nass. Doch eins kann er ganz ohne. Könnt ihr sagen, bitte nicht Mickey sagen? Sag bitte nicht Mickey, okay? Bitte sag's nicht ihm. Scherz, entertain mit Witz und Herz. Gedicht der Woche mit 2 Euro. Der Muskelkater ist jetzt da. Montes Fitness unbrauchbar. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Der Tippico-Schein muss heute knallen. Auf Real zu tippen ist sehr smart. Vielleicht wächst dann auch endlich ein Bart. Digga, das war das schönste Gedicht, was ich jemals in meinem Leben gehört habe. Nein, oh, Mann, hey, warum kommt die jetzt von mir? Yeah. Das war ganz kurz nochmal zu dem Monte-Clip. Oh, geil, er hat auf dem PC eine neue Statue stellen. Seit wann hat er die da stehen? Kazuya Mishima und Heihachi aus Tekken. Oh, geil. Okay, Küsse gehen raus und Satter Hugo, waren nice Clips dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert, kommentiert und bewertet das Video. Bis zum nächsten Mal.